Hallo liebe Spaltbacher Kids. Wie ihr vielleicht wisst, ist Spaltbach schon ein ganz schön alter Ort. Das sieht man zum Beispiel an so alte Gebäude wie der Kirche oder auch am Rathaus. Ihr könnt euch einmal auf die Suche nach einem alten Schulhaus machen. Das ist auch ein sehr altes Gebäude, an dem man sehen kann, dass in Spaltbach schon seit sehr, sehr langer Zeit Menschen wohnen. Genau genommen ist es sogar so, dass Spaltbach dieses Jahr 725 Jahre alt wird. Und zu dem Geburtstag wäre eigentlich ein großes Fest geplant gewesen. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, warum das ausfallen muss. Aber wir lassen uns ein paar andere Sachen dieses Jahr einfallen. Zum Geburtstag bekommt Spaltbach zum Beispiel ein neues Logo. Vielleicht habt ihr es sogar schon irgendwo entdeckt. Logos gibt es übrigens sehr, sehr viele. Bestimmt hat jeder von euch schon mal eins gesehen. Von eurem Lieblingsfußballverein vielleicht oder auf eure Spielsache, auf dem Fahrrad oder auf dem Handy von euren Eltern. Überall sind Logos drauf, damit man gleich sieht, wo was herkommt und zu wem was gehört. Das neue Logo von Spaltbach sieht so aus. Und weil ihr jetzt vermutlich noch einige Tage daheim bleiben müsst und man sich dann nicht so richtig mit Freunden treffen kann, habe ich mir eine kleine Aufgabe für euch überlegt. Nachdem ihr euch unsere alten Gebäude angeschaut habt und überlegt habt, wo noch überall Logos drauf sind, kommen wir an unserem Rathaus vorbei. Und da steht ab Montag, 11. Januar, eine Kiste mit solchen Holztäfeln drin. Und diese Holztafeln haben die Form von unserem neuen Logo. Da kann sich dann jedes Kind eine Scheibe rausnehmen und daheim anmalen. Dabei müsst ihr nicht auf die Farbe vom Original-Logo achten, macht es einfach so, wie es euch gefällt. Falls ihr die Farbe doch nochmal nachschauen wollt, könnt ihr das auf der Internetseite von Spaltbach machen. Wenn eure Werke dann trocken sind, bringt ihr sie zurück ins Rathaus. Dann könnt ihr mir, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, die neuen Kunstwerke von euch aufstellen und im Ort verteilen. Ihr könnt euch dann mit Mama und Papa auf die Suche nach eurem Schild machen oder einfach die andere Schilder anschauen. Bitte beachtet darauf, dass ihr Farbe nehmt, die schön deckt, und bitte denkt dran, dass in Spaltbach viele Kinder wohnen und bestimmt viele Kinder mitmachen wollen. Also jeder einfach nur ein Täfele mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anmalen.